Willkommen zu diesem Video, in dem ich kurz erklären möchte, wie man Kurse im Lernmanagementsystem OpenOLAT an der Universität Innsbruck freigeben kann für andere Studierende der Universität, die nicht in diesem Kurs eingeschrieben sind. Oder möglicherweise auch für Gäste von außerhalb der Universität. Dafür wechsle ich hier einmal rüber in meinen Browser, wo ich schon eingeloggt bin im OpenOLAT und bin bereits im Arbeitsbereich, wo ich jetzt einen neuen Kurs anlegen kann. Ich sage Erstellen, Kurs und kann mir dann aus der Liste meiner Kurse einen auswählen und wähle jetzt hier den Mathematikkurs aus, wo die Voreinstellung bereits ist, dass der mit einem Teilnehmerabgleich aus dem FIS Online, dem Informationssystem der Universität, stattfinden soll. Und auch per Default haben dann nur die Kursteilnehmer, die auch im FIS offiziell für den Kurs angemeldet sind, Zugang zu diesem Kurs. Das passte alles, den erstellen wir hier also und nehmen mal aus der Kursvorlage die Mitteilung, einen Ordner und ein Forum und stellen damit diesen Kurs fertig. Und dann kommt jetzt der entscheidende Punkt, die Freigabe. Die Voreinstellung ist, der Kurs ist privat, die Mitgliederverwaltung ist nur durch die Administration, das heißt eben nur die Gruppen, die ich explizit freischalte, haben auch Zugriff auf den Kurs. Das ist dann per Default nur die Gruppe aus dem FIS, da könnte ich weitere Gruppen händisch hinzufügen, aber ich möchte ja vielleicht Kurse nicht extra für die Studierenden freischalten, sondern einfach für alle Studierenden frei zugänglich machen, egal ob sie in meinem Kurs angemeldet sind oder nicht. Und dafür wechsle ich hier auf buchbare und offene Angebote und kann das hier unten speichern und dann werden wir hier unten rechts sehen, dass ich dann gleich weitere Angebote erstellen kann. Da habe ich nämlich hier die Möglichkeit, ein Angebot hinzuzufügen. Und das kann ich machen über einen Zugangscode oder eben frei verfügbar ohne Buchung oder als Gastzugang. Hier sage ich frei verfügbar und dann wird dieser Kurs frei verfügbar werden für alle, die in der Organisation OpenOLAT für diesen Kurs angemeldet sind. Das erstelle ich und dann kann ich hier unten nochmal hinschauen und sehe, jetzt ist dieser Kurs frei verfügbar, angeboten für alle, die im OpenOLAT drin sind. Um zu illustrieren, dass das auch wirklich funktioniert, wechsle ich jetzt einmal die Ansicht, gehe hier in einen anderen Browser, bin jetzt nicht als ich selber eingeloggt, sondern mit einem anderen Account und habe auch hier meine Kursübersicht und möchte suchen und dann suche ich nach Mathematik und da gibt es verschiedene Kurse, die jetzt für mich sichtbar sind. Dieser Kurs aus dem Wintersemester 2023 ist der, den ich eben gerade erstellt habe und für andere Studierende freigegeben habe. Den kann ich mir jetzt buchen und habe dann gleich Zugriff auf den gesamten Kurs. Also der Schritt ist jetzt hier erfolgreich gewesen. Was wollen wir jetzt noch als nächstes machen? Ich möchte vielleicht noch herzeigen, wie man dann doch den Zugriff auf die Komponenten des Kurses beschränken möchte. Es gibt vielleicht Elemente des Kurses, die nur für die offiziellen Teilnehmer und Teilnehmerinnen des Kurses wirklich Sinn machen. Also sagen wir beispielsweise das Teilnehmen an Online-Tests, das Heraufladen von Hausaufgaben und Ähnliches. Und deshalb wechsle ich nochmal zurück auf meine Ansicht, wo ich der Kursbesitzer bin, schließe hier den Teil und gehe rüber in den Kurseditor und möchte jetzt beispielsweise sagen, die Mitteilung, die möchte ich nur für die Studierenden in dem Kurs sichtbar machen, die auch wirklich angemeldet sind. Dafür gehe ich dann also im Kurseditor auf die Mitteilung und auf die Sichtbarkeit, sage, das soll gruppenabhängig sein und kann dann hier eine Gruppe auswählen und sehe, dass es jetzt hier eine automatisch erzeugte Gruppe gibt. Das ist die, die eben mit dem FIS abgeglichen wird und wo dann alle offiziellen Teilnehmer und Teilnehmerinnen mit drin sind. Das übernehme ich hier, speichere das Ganze ab und publiziere das Ganze einmal und bin dann hier fertig, wechsle nochmal rüber in meinen anderen Browser und lade jetzt dieses Fenster nochmal neu und beachte dabei, was hier links passiert.
die Mitteilungen sind verschwunden, weil ich bin jetzt eben ein Benutzer, der nicht in dem Kurs offiziell angemeldet bin und habe deshalb nicht mehr Zugriff auf diese Mitteilung. Und genauso kann ich das dann eben mit anderen Elementen machen. Die Mitteilungen sind dabei vielleicht üblicherweise gar nicht das Kritische, aber eben Sachen, wo ich Interaktionen machen kann, Benotungen machen kann, wie Tests und Aufgaben-Uploads und ähnliches. Jetzt logge ich mich hier nochmal aus und starte nochmal einen Gastzugriff. Bin jetzt also nochmal eingeloggt, aber nicht mehr als jemand, der in der Uni offiziell registriert ist, sondern anonym als jemand, der von irgendwo auf der Welt kommen könnte. Wenn ich meinen Kurs auch für solche Benutzerinnen und Benutzer zugreifbar machen möchte, dann kann ich das auch machen, indem ich ein zusätzliches Angebot für die mache. Dafür wechsle ich wieder zurück in meine Ansicht als Kursbesitzer und sage hier, ich gehe nochmal auf die Einstellung des Kurses, nochmal auf die Freigabe des Kurses, wo wir eben schon hier diese buchbaren und offenen Angebote angelegt haben und füge noch ein weiteres Angebot hinzu, nämlich einen Gastzugang. Auch den kann ich einfach gleich erstellen, hätte noch einen Kommentar hinzufügen können und dann sehe ich hier, es gibt nun auch ein Angebot für Gäste. Und wechsle wieder auf meinen anderen Browser, wo ich dieser anonyme Gast bin und suche jetzt hier wieder nach Mathematik und sehe, dass es diesen Kurs aus dem Wintersemester 2023 gibt und dass ich den hier wieder buchen kann, kann wieder einsteigen, habe jetzt wieder die gleiche Ansicht wie die Open OLAT-Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die ich eben hergezeigt habe. Ich kann also die Mitteilung nicht sehen, aber den Ordner und das Forum schon. Und jetzt wechsle ich wieder in meine Ansicht als Kursbesitzer. Vielleicht möchte ich ja wieder weitere Inhalte gar nicht sichtbar machen für die Gäste, die von außerhalb kommen. Ein typisches Beispiel hierfür wäre das Forum, ja, um also die Daten unserer Studierenden, die innerhalb der Uni sind, zu schützen, möchte ich vielleicht deren Beiträge im Forum nicht für anonyme Gäste von außerhalb sichtbar machen. Wechsle also hier wieder auf die Sichtbarkeit, habe dann aber in der Vorauswahl hier nicht die Möglichkeit zu sagen, das soll nur für Gäste gesperrt sein. Das kann ich aber machen, indem ich in den Expertenmodus wechsle und diese Expertenregel hier ist etwas technisch, ist Guest von 0, das heißt, ist der aktuelle Benutzer ein Gast und wenn das false ist, dann soll dieses Element sichtbar sein. Das heißt, wenn isGuestTrue ist, ist das Element nicht sichtbar, aber wenn es false ist, dann wird es sichtbar. Auch hier publiziere ich den Kurs wieder und kann zurückwechseln in meinen anderen Browser, wo ich wieder dieser anonyme Benutzer bin, gucke wieder ins Menü links, während ich das neu lade. Und jetzt ist nur noch der Ordner für mich sichtbar, aber auch das Forum nicht. Würde ich jetzt hingegen wieder als Gast aussteigen, aber als angemeldeter Nutzer einsteigen, gehe ich also wieder als Universität Innsbruck-Nutzer rein und suche auch hier nach dem Mathematikkurs. Wieder habe da den Kurs vom Wintersemester und kann den starten. Als dieser Nutzer habe ich weiterhin Zugriff auf das Forum, aber eben als anonymer Gast nicht.